Meine Guten, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, meine Lieben, willkommen. Ich habe einen Kick-Haul für euch. Und ja, eigentlich wollte ich gar nicht nach Kick reingehen, aber als ich gestern zum Garten runtergegangen bin, also ich kann, muss aber nicht da lang vorbeigehen, wenn ich zum Garten gehe. Es gibt ja mindestens drei verschiedene Wege, die ich entlang gehen kann. Aber ich gehe natürlich gerne den Weg entlang, wo diese ganzen Filialen sind. Bei uns ist das so, wir haben Teddy, Moment, ich muss jetzt kurz überlegen. Also bei uns ist Woolworth, Teddy und Kick. Die sind in einer Stelle. Der 1-Euro-Schubladen ist ein wenig entfernt. Der ist woanders. Und ja, wie gesagt, also ich kann ja auch andere Wege gehen, aber meistens gehe ich dann doch da lang, wo die Geschäfte sind. Und ja, was soll ich sagen? Ich bin dann lang gegangen und dann habe ich am Schaufenster gesehen, dass da bei Kick solche Wühlkisten gewesen sind. Normalerweise hat Kick bei uns im Laden drinnen diese Wühlkisten. Und ja, ich konnte da nicht widerstehen, ihr Lieben. Ich konnte nicht widerstehen und dann bin ich rein. Ich habe auch gesehen, dass nicht ganz so viele Leute drinnen gewesen sind. Und ja, als ich da so ein bisschen drin herumgewühlt habe, in diesen Wühlkisten, ja, da habe ich doch tatsächlich ein wenig mitgenommen, meine Lieben. Ja, was habe ich mitgenommen? Ich habe einmal mitgenommen, Klebeband-Set. Von 1 Euro auf 50 Cent. Fand ich schön. Durfte mit. Also, normalerweise nehme ich mehr so Sachen mit, die 10 Cent kosten. Aber, ja, je nachdem. Ach ja. Ja, hier zum Beispiel habe ich ein Holz-Sticker-Set, normalerweise 79 Cent, und das hat jetzt für 10 Cent gekostet. Das durfte mit. Hier dieser Diamant ist sehr schön. Dann hier so eine Krone und der Kussmund. Dann, darüber habe ich mich gefreut, also hat gekostet 1,29 und jetzt 50 Cent. Ja, diese Holzbuchstaben, die gibt es ja momentan bei Action nicht mehr. Deswegen hat mich das umso mehr gefreut jetzt, dass ich die hier bekommen habe, meine Lieben. Dann einmal, oh, das ist ein Schnäppchen hier. Einmal solche dünnen Klebe-Washi-Tapes, solche ganz dünnen in so Metallic-Farben habe ich gar nicht. Deswegen war ich froh. Die haben jetzt sogar 2,99 gekostet und waren auf 1 Euro runtergesetzt, meine Lieben. Ja, 1 Euro ist eigentlich auch schon wieder viel, ne? Aber im Vergleich zu 2,99, super. Die durften mit. Die
dann durfte mit Konfetti. Konfetti geht immer von 1 Euro auf 50 Cent. Hier sind so einmal Blümchen. Dann hier sowas. Schmetterlinge. Also Schmetterlinge finde ich cool. Jetzt habe ich auch mal andere. Ich hatte, es gab mal, ja, in so eine Flasche, so lilane Schmetterlinge. Davon habe ich mir mal 2 Stück genommen. Da waren natürlich mehr drin als hier. Aber das reicht. In Blau und in Rosa. Das habe ich mitgenommen. Dann habe ich mitgenommen, da habe ich überlegt, brauche ich das, brauche ich nicht. Aber das ist eine sehr, sehr gute Marke. Und dann habe ich die doch mitgenommen. Faber-Castell, 2 Stifte plus Radiergummi für 1,99 und hat gekostet 3,99. Also 2 Euro habe ich da gespart. So, das dann hier, das habe ich auch noch nicht gesehen gehabt bei Kick. Von 1 Euro auf 50 Cent 24 solche Halbperlen. Habe ich noch nicht gesehen. Dann habe ich vor dem ganzen Covid-19 auch gar nicht gesehen. Einmal hier solche süßen Einhornsticker. Und die haben gekostet 1 Euro. Und ich habe die für 50 Cent mitgenommen. Die sind richtig süß. So glitzerig. Ja, die habe ich mitgenommen. Habe ich noch gar nicht gesehen bei Kick. Und ja, weiß nicht. Also vielleicht haben die ja generell sich gedacht, so, so lange war zu gewesen und ja, jetzt hauen wir mal ein bisschen raus. Ne? Also jetzt tun wir mal was in diese Wühlkisten rein. Ja, ja, ne? So, dass auf die Hoffnung hin, dass die Leute das kaufen. So, dann hier diese hier. Die sind auch zucker, zucker süß. Also die glänzen auch schön. Von 1 Euro auf 50 Cent. Die habe ich vorher auch noch nie gesehen. Oder kennt ihr diese Sticker? Kennt ihr die? Das könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr diese Sticker kennt. Ich kenne die gar nicht. Auch diese hier kenne ich, habe ich noch nicht gesehen. Die, dann habe ich diese hier. Die kenne ich. Die kenne ich. Die habe ich auch. Die habe ich mir auch mitgeholt. Auch für 1 Euro. Jetzt habe ich die für 50 Cent mitgenommen. Die sind toll. Die sind auch toll. Das sind solche Puffy-Sticker. Die habe ich mitgenommen, meine Lieben. Die. Und dann. Also, ich weiß auch nicht, was da los ist. Ich habe ja beim. Huch, jetzt verrutsche ich hier die Matte. Beim. Wo war das denn? Beim Teddy Hole habe ich ja so schönes Bastelpapier in Holopapier gefunden. Und jetzt wieder. Also selbst bei Kick, bei den reduzierten Sachen. Ich glaube, normal hätte ich das vielleicht nicht mitgenommen. Hätte ja hier 1 Euro gekostet. Aber hier ist ja fast nichts drin, oder? Also, wartet mal, ich gucke mal. Ich gucke mal jetzt rein. Und wahrscheinlich
Na, komm her. Komm raus. Ja. Es ist nur eine Matte. Nur eine Matte. Und klein. Moment. Bastelpapier. Hier steht's. 20,8 mal 14,7. Also es ist wirklich recht klein. Und ja, bei Teddy war das größer. Also die Matte war viel größer. Und ja, weiß nicht. Also da habe ich das mir lieber für 1 Euro mitgenommen. Obwohl... Wahrscheinlich hätte ich mir die trotzdem mitgenommen. Hätte ich die gesehen, die hätte ich mir trotzdem für 1 Euro mitgenommen. Meine Lieben, ja. Weil die so genial ist. Schaut mal, wie sie funkelt. Ist doch toll, oder? Die ist so ein bisschen blau, lila. Ah, schön, herrlich. Herrlich. Okay, dann habe ich noch eine. Das sind ja mehr so meine Lieblingsfarben. Und dann habe ich noch eine. Einmal die hier. In Gelb und Blau. Gelb und Blau. Moment. Es kann ist dort. Gelb. Ja, ein bisschen blau ist mit dabei. Bisschen blau. Ist hier auch ein bisschen lila mit dabei? Wartet mal, ich lege mal die zur Seite, damit die nicht ein bisschen ablenkt. Da fällt. Ah, doch, schaut mal. Da ist auch ein wenig lila mit bei, oder? Nee, ihr Lieben, das nehme ich auch für 1 Euro mit. So was Geniales, Tolles. Damit, ich glaube, aus diesem Bastelpapier werden Goodiebags, oder? Voll genial. Hier, vor allen Dingen hier bei dieser hier, da stelle ich mir toll vor, so ein Einhorn hier drauf. Einhorn oder irgendwas Kawaii-mäßiges. Ist das nicht spacey? Oh mein Gott, Leute, das wird wieder ein beklopptes Video. Spacey. Naja, man muss ja das Beste draus machen, nicht wahr, ihr Lieben? Man muss sich beschäftigen. Und das, ich könnte das jetzt stundenlang machen, oder? Was sagt ihr denn dazu? Wahrscheinlich denkt ihr euch, hallo? Ist sie bekloppt oder was? Okay, ich lege es weg. Ach, Nebel. Ach, nee, gibt's doch gar nicht, ne? Ihr Lieben, gibt's doch gar nicht. Moment, was habe ich denn noch geholt bei meinen Schnäppchens? Ah ja, Stickers. Für Jungskarten habe ich mir gedacht. Und das ist echt ein Schnäppchen gewesen. 10 Cent von hier. Moment, ich will euch nichts Falsches sagen. Wo ist de? Hier ist de, hier. Von, ja? Von 1,99 auf 10 Cent Cars. Genial, oder? Find ich toll. Super. Dann nie gesehen. Ich habe es nicht auch bei keinen Holes oder sonstiges. Hier solche, was ist das?
Enchantimals. Enchantimals. Hallo? Noch nie gesehen, nirgends. Oder weiß ich nicht. Aber ich gucke auch gar nicht so viele Holz hin und wieder bei meinen Leuten, die ich gerne so gucke. Aber irgendwie habe ich die noch nie gesehen. Da sind so Mädels mit Öhrchen, also so Katzenmädels. Also das ist so eine. Oder Fuchs. Hier ist ja ein Fuchs. Das ist ein Fuchsenmädel. Ein Hasenmädel eventuell. Und ein Rentiermädel. Hier ist so ein Rentier, ein Reh, ein kleines. Ne? Und hier so eine kleine Familie. Habt ihr schon mal diese Sticker gesehen, meine Lieben? Ich habe sie noch nie gesehen, nirgends. Davor sind die mir nie aufgefallen. Ja, jetzt habe ich sie ja mitgenommen. Ach, und wir sind am Ende, meine Lieben. Ich dachte, da wäre noch was, aber da ist nichts mehr. Naja, nun gut. Ich hoffe, es ist nicht zu chaotisch geworden, das Video irgendwie. Ich weiß auch nicht. Aber ich weiß ja, dass ihr so gerne so Holz guckt, ne? Videos, Einkaufsvideos guckt. Ja, meine Lieben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Oh, nee. Nee, 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 nee. Meine Lieben. Macht das Beste draus aus der Situation und wir schaffen das. Nicht wahr? Wir schaffen das. Und ja, meine Lieben, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss, hab euch lieb. Tschüssi. So, aus. Da bin ich wieder. Hallo. Aus, geh aus. Wartet mal, Mensch, das will nicht ausgehen. So, jetzt.